Ja, Johannes, Weihnachten ist nicht mehr so weit weg. Bist du schon in Stimmung? Ja, es geht noch. Also dadurch, dass ja wir noch viele Spiele vor der Brust haben, ne, mit Corona auch bedingt und dass man jetzt auch nicht so weiß, wie werden die ganzen, ja, die Beschränkungen sein, geht's noch. Aber wie gesagt, man freut sich einfach aufs Weihnachtsfest. Mit der Familie dann. Auf jeden Fall. Gibt es jemanden in der Mannschaft, den man anmerkt, dass er Bock drauf hat? Oder jemand, der heimlich irgendwie auf dem Weg zur Kabine All I Want for Christmas hat oder so? Gibt es da einen Spezialisten bei euch? Ja, Christian Mathenia, also der ist, denke ich schon, der freut sich auch, da hat er ja auch ein Kind bekommen. Also jetzt schon länger, ist ja schon ein Jahr alt, aber ich denke, der freut sich da mit der Kleinen, mit seiner Frau zu feiern. Also da ist er schon, der ist schon in Weihnachtsstimmung, ja. Das ist immer noch mal schöner mit kleinen Kindern. Absolut, ja. Hast ja auch dieses Jahr geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie feierst du dieses Jahr? Wo feierst du? Ich gehe mal davon aus, im Raum Nürnberg. Im Raum Nürnberg, also wenn alles gut läuft, mit meiner Familie, mit meiner Frau. Und mit, ja, also je nachdem, wie halt, ob 10 Leute erlaubt sind oder nicht, das müssen wir dann abwarten. Aber so, Weihnachten ist ein Familienfest und da werde ich auf jeden Fall mit meiner Familie feiern. Da führt kein Weg daran vorbei. War das zu Zeiten, wo du jetzt auf Schalke warst oder in Köln, Mainz oder Sevilla auch so, dass du es jedes Jahr heimgeschafft hast? Oder gab es da mal ein Jahr, wo du gesagt hast, wo es Absolut, nicht gepasst hat? absolut. Also bei Schalke sowieso, weil wir immer die Winterpause hatten. Bei Sevilla war es ein bisschen komplizierter, weil natürlich auch Sevilla, wie jetzt wir auch, am 2. Januar dann schon wieder Fußball spielt oder Fußball gespielt hat. Aber da haben wir es dann auch geschafft, über die Weihnachtsfeiertage noch nach Hause zu kommen. Und das ist für mich sehr wichtig natürlich. Immerhin blieb dir der Boxing Day bisher erspart. Aber kommt Absolut. ja vielleicht auch noch. Schauen wir mal. Was gibt's zu essen? Bist du da involviert? Oder gibt es jedes Jahr das Gleiche? Ja, meine Mama fragt schon immer, was ich essen will, aber ich glaube, so eigentlich gibt es immer das, ja, was heißt klassisch? Also, meine Schwestern, die haben ja jetzt auch ihre Kinder und da ist immer was los. Da gibt es eher so das Klassische. Also, bei uns gibt es Wiener Schnitzel selbst gemacht mit Pommes oder Kartoffelsalat. Also, ja, also wie gesagt, nicht das klassische Weihnachtsessen, aber schmeckt gut. Mein Papa kann gut kochen und ja, einfach super. Mega cool. Gibt es bei euch eine andere Weihnachtstradition oder vielleicht auch ein Highlight aus deiner Kindheit, irgendein besonderes Geschenk, was dir noch in Erinnerung ist, wo du sagst, das war geil damals? Ich hatte viele Geschenke, da muss ich meinen Eltern danken, aber ja, also eine Besonderheit war einfach, dass wir dann als Kinder mit meinen Geschwistern immer in den Raum gehen mussten und dann hat das sozusagen die Glocke geläutet und dann wussten wir, okay, das Christkind war da, die Geschenke waren dann auf einmal alle da und das sind so Kindheitserinnerungen, die in Erinnerung bleiben, ja. Da habt ihr wahrscheinlich ums Schlüsselloch gekämpft, weil jeder gucken wollte, wie es aussieht. Ja, da war jeder, war schon immer Tohuwabohu beim Essen und ja. Deswegen, aber wie gesagt, da erinnert man sich sehr gerne zurück. Naja, Vorsicht, jetzt Fangfrage. Welche Farben haben deine Christbaumkugeln dieses Jahr bei euch zu Hause? Anfrage. Dein gute Verein Frage. will nur eine Antwort hören. Gehe ich Ja, mal von aus. natürlich. Also ich habe eine rote habe ich dabei, aber ja, Silber, also es geht schon so ins Rot-Silber ist auf jeden Fall was vorhanden bei mir am Christbaum. Das ist doch das Wichtigste. Und gibt es fußballerisch was, was du dieses Jahr auf dem Wunschzettel hast, was du dir irgendwie für den Rest der Saison wünschst oder vielleicht sogar ein Gegenstand, der, wo dir aufgefallen ist, fuck, der fehlt mir noch? Ja, Zweitligameister bin ich schon mit Köln geworden, Zweimal aber sogar. ja, also nee, alles gut. Ich wünsche mir eigentlich nur, dass alle verletzungsfrei durch die Saison kommen, dass wir da jetzt nicht irgendwie größere Rückschläge haben. Ich denke, wir sind da ganz auf einem ganz guten Weg. Und wie gesagt, dass wir natürlich dann eine entspanntere Saison haben wie letztes Jahr auf jeden Fall. Das ist mein Wunsch. Ja, das wünschen wir euch alle. Das ist ja diese Saison auch schwieriger und wichtiger denn je. Auf jeden Fall, ja. Ja, cool. Das war Weihnachten mit Johannes Geis. Wenn ihr was Gutes tun wollt zum Abschluss der Saison, beziehungsweise jetzt zum Weihnachtsfest, dann schaut mal in den ersten Link in der Beschreibung. Da gibt es das Projekt mit Viva Con Agua, wo an 50 Schulen in Südafrika Sanitäranlagen gebaut werden. Johannes, du kannst die Leute, glaube ich, besser erreichen als ich. Sag gern auch nochmal was. Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man auch zur Weihnachtszeit einfach mal daran denkt, was vielleicht andere Leute nicht haben. Ich denke, in Deutschland geht es uns allen sehr gut, trotz Corona-Krise, trotz allem dem, was dieses Jahr passiert ist. Aber ja, anderen Menschen geht es vielleicht viel schlechter. Und ich bin auch einer, der gerne hilft und der gerne Sachen spendet oder Geld. Aber ja, das soll kein Aufruf sein, sondern einfach, dass man an die Mitmenschen denkt. Dass man füreinander da ist, dass man auch dem Nachbar vielleicht mal hilft oder dass man ihn einfach mal, ja,
unterstützt und in kleineren Dingen. Und ja, ich denke, das einfach sollte alle unser Ziel sein, auch wenn natürlich ich weiß, dass die Corona-Krise nicht spurlos an uns allen vorbeigeht. Aber wie gesagt, wir sind da, denke ich, wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das alle. Und von daher wünsche ich euch alle frohe Weihnachten. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Bleibt am Ball, bis morgen oder bis zum nächsten Mal. Danke.